Also muss ich die offenbar ganz woanders finden oder einfach nicht hier. Hm. Keine ist in der Quest heute. Bei Tagebuch bestimmt. Memo auf Quest. Ja, toll, ich will keine abgeschlossenen Sachen haben. Ah, hier geht's. Ah, in der Njordsteppe zu sagen hat. Okay. Gehen wir zur Njordsteppe nochmal. Gott. Ja, Kurin, vier Sekunden zu spät. Habe ich gerade rausgefunden, aber trotzdem danke. Ich könnte ja hier schon ein Bäumchen hinsetzen eigentlich. Ne? Auch ein kleines Bäumchen bloß, das Ding. Das ist sowieso weg morgen, komm, hau drauf. Jetzt so, ich weiß, nie gemacht bisher. Ja, es geht. Dann hätte ich ja das Teil hin. Weil der Baum ist ja 4x4. 2x2. 4x4 war gigantisch, ekelhaft. Ja, Kuri, tut mir leid. Manche Dinge kriegt man durchs Spiel selbst raus und auch relativ fix. Bestimmt ist sie da drüben, aber ich gucke trotzdem hier drüben erstmal rein, also auf der anderen Seite. Wir trinken gleich mal was, Fake Arnold, jawohl. Ach, sie ist in der Mitte, aber ich bin dicht dran. Hoch die Tassen, liebe Leute. Auf euch. Fällt mir auf. Kann ich eigentlich nach oben? Es sieht da so aus, als wenn es da nach oben gehen würde. Ich fahr da nie. Müsste ich auch nochmal irgendwann überprüfen, vielleicht. Tada! Tada! Geht weg. Nee. Von dem will ich nichts. Auch nicht gegeben. Euch will ich auch nichts haben. Ich nehm's trotzdem, aber ich wollte es nicht. Da oben. Geht's da weiter? Bus. Sieht er auch? Och Mann. Wenn ich raufgibt, wahrscheinlich nicht. Muss ich einfach hier hin. Ne, ich würde oben rauf müssen. Ja, super. Ach, egal, kann ich gucken, ob ich weiterkomme, was ich nicht glaube. Du sollst mir Items geben. Das Viech. Da ist zumindest was im Weg. Also das sieht aus, als könnte ich da doch weiterkommen, tatsächlich. Da ist aber eine Truhe dahinter. Ja, da komme ich irgendwann weiter. Aber so viel verrate ich, da war ich im Hauptspiel bisher auch noch nie gewesen. Ich weiß auch nicht, wann ich da weiterkomme oder wie. Da vorne sieht's gut aus. Los geht's. Mann, 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 Mann. Das ist böser Trick, naja, so schon auch wieder nicht. Sephiroth, Zerstörer der Welten. Du hast es geschafft, ha? Ja. Danke, dass du den ganzen Weg auf dich genommen hast hier. Ja, schätze, du wirst ungeschützt sein, ne? Mhm. Ja, hast du schon gemerkt, ne? Ja, das stimmt. Ich wollte nicht, dass die Kinder etwas davon mitbekommen. Da fällt mir, ich müsste ein bisschen kühler sprechen, ne? Es geht um ein beunruhigendes Gerücht, das ich in letzter Zeit oft höre. Anscheinend hat jemand in einem benachbarten Dorf völlig wahllos Leute angegriffen. Bisher gab es keine Todesfälle, aber die schuldige Person kann nicht gefasst werden und taucht immer unerwartet auf. Die Opfer beschreibt eine Frau mit langen Haaren, ganz in Schwarz gekleidet. Yeah. Und sie nennt sich selbst die Schattenmeuchlerin. Was? Kommt mir bekannt vor. Tja, ich weiß. Unheimlich, oder? Lass mich das von vornherein klarstellen. Ich habe damit nichts zu tun. Die Person, die dafür verantwortlich ist, missbraucht meinen Namen. So einfach ist das. Wer würde das tun? Tja, ich habe keine Ahnung. Garantiert jemand von ihrer Vergangenheit, ne? Sie ist ja aus dem Assassinen-Kollektiv geflohen. Das ist ja eigentlich eindeutig. Obwohl ich hoffe, dass es nicht mehr als das ist, ehrlich gesagt. Am meisten schütt mich, dass sie nicht meinen Namen, sondern auch mein Aussehen benutzt.
Wenn sie weiß, wer ich bin, sieht das, was sie macht, danach aus, als... Naja, als würde sie mich hervorlocken wollen. Aber das ist unmöglich. Sie wissen nicht, wo ich mich aufhalte. In all dieser Zeit habe ich nichts von ihnen gehört. Was können sie jetzt von mir wollen? Ja, sie hat doch eine Ahnung, siehste. Wer sind denn sie? Entschuldige, vergiss das wieder, ja? Die Wahrheit ist, dass ich immer noch nicht weiß, wer dahinter steckt. Ja. Aber ich muss dem Ganzen ein Ende setzen. Es kann kein Zufall sein, dass sie sich Schattenmeuchlerin nennt. Also, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Kannst du mir dabei helfen, die Person zu finden, die dafür verantwortlich ist? Klar. Wenn wir ihr nicht Einhalt gebieten, dann greift sie vielleicht als dieses Nemea an. Ich will niemanden aus dem Waisenhaus in Gefahr bringen. Das ist die Sache, die ich nicht zulassen kann. Ich werde nicht zulassen, dass das Glück und der Frieden der Kinder gestört wird. Okay, klar. Helfe ich dir. Danke. Jetzt geh erstmal und sammle ein paar weitere Informationen, okay? Also ich mach das jetzt nicht, du. Ich melde mich bei dir, wenn ich weiter herausgefunden habe, was hier Sache ist. Okay, Sef. Pschau. 2% mehr Crit-Chance und einen neuen Zombie-Pilz. Ist hier ein Wegpunkt? Nee, ne? Kein Port-Orb. Oh, aber da! Guckt mal einer an. Regeneriere meine Ausdauer. Schreien! Ja! Geil! Oh, ungeil. Ein kleines Wildtier. Macht mir niedlich. Es haut ab. Weichei. Ja, läuft. Das war doch Win-Win. Warte. Ein bisschen aufgefrischt, nicht ganz aufgefrischt. Naja. Doch nicht ganz so Win wie gehofft. Und ja, ich hätte den Port auch nutzen können, wollte ich jetzt aber... Glocke meine ich. Wollte ich aber nicht, weil der Port auch nebenan ist. Und außerdem eine Chance auf... Hallo. Ehrlich jetzt? Chance auf gar nichts. Gar nichts. Einfach eine Chance auf gar nichts. Verdammt. Lete Seite. Ja, wirklich. Da kaufen wir jetzt den Mais. 18 Stück waren es gewesen. Fällt erneut richtig. Ja. Und ganz viele andere Sachen kaufen wir noch. Aber ich glaube, die gibt es da nicht da. Dann gehen wir noch zu Bracca, machen seine Quest, dann leveln wir den Rest des Tages und dann ist Silentium angesagt. Oh ja. Yep. Morgenmais, 18 bitte. Schön billiges Zeug. So, brauche ich nicht. So, brauche ich nicht. Habe ich schon. Hier gibt's gar nichts. Siehst du, da musst du doch wohl erst am Tag selbst kaufen dann. Egal, dann. Da nochmal 20 holen. Brauche ich ja so oder so auch irgendwie wieder. Ich hab davon. Hä? 10? Vorbei mit 10 haben, komm. Achso, stimmt, die hat nur 10 gehabt drüben, genau. Die hat nur 10, ja. Mal 40 von allem, das ist okay. Ja, das Geld für das Hauptzeug aufsparen. Gibt's hier alles nicht. Ja, ich glaube, das kann ich gar nicht kaufen. Vielleicht habe ich offenbar kommt das Angebot echt erst rein am ersten Tag des neuen Saison. Das ist ein bisschen schade. Kann ich doch nicht so, aber auch nicht so schlimm. Aber auch nicht so optimal. Also so halb alles. Ja. Und so. Wir werden es überleben, wie immer. Warte, wo ist Bracca? Oh, nee. Er ist auch nicht hier. Der fiese Kerl. Also ja, erst bei der Saison. Siehst du, cool. Also, ich meine, ich kann ja auch Karwuffel schon kaufen, was ja auch erst im Winter ist. Deswegen dachte ich, geht's vielleicht doch. Achso, weil es im Herbst... Nee. Komm, Karwuffel habe ich erst 15. Dann haben wir es mal. So, haben wir
Machen wir mal 60, 70 von, das ist okay. So. Ja. Könnte ich mir auch noch holen, theoretisch. Ne? Ist ja auch nicht verkehrt. Habe ich mal Sifferon selbst gedingst eigentlich? Hm. Zehn davon. 20 davon, komm. Auch mal 10 davon. Ein bisschen Geld mache ich ja noch. Ich kann schwarzen mehr verkaufen, einfach so. Ja, super. Na, egal. Mein Geld ist alle. Ich hoffe, es lohnt sich. Ist komisch, ne? Ja, irgendwie schon. Tagebuch, Geschichte, Beraka. Irgendwo ein ehrlich in Lethe. Ja, da mache ich es heute nicht mehr. Da gehe ich heute nicht mehr hin. Ich will mich jetzt leveln, habe ich gesagt. Nee. Tut mir leid. Hab ich das geahnt? Hab ich jetzt vorher mal gecheckt, vor allem. Selber schuld. Ich wollte auch ein kleines Levelchen steigen. Ich meine, wenn da dann immer noch ein Lethe ist, vielleicht so ab 10 Uhr abends, das ist ja völlig in Ordnung. Da geht's immer noch. Gläuber ich aber nicht so unbedingt. Ja, ist die Frage. Ich gehe von ganz oben aus nach unten und mache sie alle kalt. Man muss halt ungefähr abschätzen, wann es wohl ausreicht. Das ist schwer zu. Ich meine, ich bin recht kurz vom Level ab. Es sollten vielleicht 10, 15 Gegner sein, dann kann ich nach Hause. Dann könnte auch noch genug Zeit da sein, um das mit Bakker in Lethe zu machen. Ich schätze mal, erst seit zu jeder Tageszeit. Das ist bloß die Geschäfte, die dann so und so zu haben. Könnte also noch gut was werden heute. Na, ihr? Au. Ah, sind zwei auf meiner Sorte. Ah, i. Hör auf. Oh. Ach, dankeschön. Fröstel tanzt zusammen. So muss das sein. So muss das sein. Dankeschön. Glitzerpulver. Das finde ich ja wieder doof. Was, ich will nicht glitzern. Hallo, ich bin doch keine Fee oder sowas. Ach, wie komme ich her? Aber ich könnte es meinen Feen mitbringen vielleicht. Die freuen sich dann bestimmt. Sowas wie das Feenstaubpuder von... Wann kommt die gar nicht zurück? Das ist ja auch ein bisschen doof. Ich muss... Ja, toll. Über Schnellreise reisen, offensichtlich. Ja, tolle Wurst. Effektiv Zeit verschwendet. Shit. Das wollte ich hören. Also reisen wir noch einen weiter zurück. Es waren Dry-Gegner übrigens. Dry-Stück. Ich sprach eben noch von, ich will ungefähr 15 haben. Fehlen noch ein paar. Ich hoffe, es reicht dann aber auch. Ich weiß es nicht. Wobei, ich glaube, ich kann das sogar nachgucken, wenn wir das sein, oder? Ach, Tatsache. Ich habe es geschafft. Das waren... Mehr brauchte ich nicht? Für so ein Stück noch? Das ist ja auch ein Ding. Da habe ich auch ein paar mehr gekillt und fast nichts bekommen, bin ich der Meinung. Dann habe ich ja doch jetzt genug eigentlich. Hm. Also noch ein Level schaffe ich nicht bis morgen. Das kannst du vergessen. Das sehe ich dann eher nicht mehr. Dann sammle ich noch einen da oben und dann machen wir doch noch die Bracker-Sache. Das ist doch okay. Sei mal nicht so. Von wegen highly capable. Das spinnt wohl da. Naja. Reden wir nicht drüber. Mehr Ausdauer, komm. Gern geschehen. Achso, Rucksack. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Rucksack ist voll. Ja gut, dann lassen wir es, wie es da ist. Dann ist auch wurscht. Ab nach Hause. Nee, das wollte ich machen. Nicht. Ah, ich wollte X drücken. Fertig gelevelt. Ich könnte eigentlich fast nur eine Furcht machen jetzt am Tag, aber das ist jetzt auch egal. Zack, 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 zack. Ab zu Bracca. Ab ins Bett. Und Sedentium. Ja, Kurin, irgendwann kommt das. Da brauche ich erstmal ganz viel Geld für alles andere mögliche Zeug. Vor allem, ich habe erst echt gedacht, ich kann noch mehr
Bäume, generell einen Baum bauen für Herbst. Aber es war kein Baum dabei gewesen, ne? So, Dela, bitte mal um Lurky Lurk. Alles klar, Fake Arnoldo, dankeschön. Bis zum nächsten Mal, tüdelü. Ich dachte echt, ich kann schon einen Baum anbauen, der jetzt nur im Herbst blüht. Aber war ja auch nicht gewesen. Ich habe mich nur falsch rumgesehen, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, da war keiner. Oh, Bracker scheint hier vorne zu sein. Jawohl, ja. Sprich, Bracker, sprich. Hallo. Weißt du zufällig was von einem Dorf in der Nähe deiner Siedlung, hä? So eine Balete? Nein, leider nicht. Hm. Du bist dir ganz sicher? Ich denke schon. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich kann es nicht versprechen. Was soll das heißen? Ich denke schon. Weißt du es oder nicht? Jetzt spuck's schon aus. Tschüss, Jiren. Ich weiß nicht, was ich meine. Alter, der ist ja voll drauf. Bracker, das reicht, komm. Ne? Tja, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Hast du echt nichts Besseres zu... Ah. Hey, ich war nicht fertig mit dir. Tja, egal. Ich fuck einfach wen anderes. Die zum Beispiel. Hey, du da. Ich? Kann ich helfen? Gibt's hier in der Nähe ein Dorf oder eine Siedlung? Einen Ort, in dem Menschen leben könnten? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Verdammt nochmal. Hat auf diesen Sternen keiner eine Antwort darauf, oder was? Ja, bitte entschuldige mich, ich muss dringend wohin. Ach. Vielleicht, wenn du ihn jetzt fragst, ne? Was meinst du? Tja, ich habe keine Zeit für nett. Ausgehend von seinem Wirkungsbereich greift das eine Siedlung in der Nähe an. Garantiert. In Lethe wohnen viele Leute, also er wird das nicht riskieren, mit einem Angriff Aufmerksamkeit zu erregen. Er muss eine kleinere Siedlung irgendwo in der Nähe ins Visier genommen haben. Ganz sicher. Ach, wenn ich bloß wüssten würde, welche, dann wird es hier viel schneller gehen, verdammt. Aber es ist, wie es ist. Hey, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Du kommst doch auch aus Lethe, oder? Vogelbüschung, aber da dran. Ich höre den Bürgermeister von Lethe sprechen. Kannst du ein Treffen arrangieren? Es ist dringend. Bitte, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Sag mir erst, worum es geht, Alter. Du lässt auch keine Sekunde davon... lässt mich auch keine Sekunde durchschnaufen, was? Unglaublich. Es ist sehr gut möglich, dass hier in der Gegend ein Geweihter lauert. Sorry. Ein Monster, das sich kaum von Kierigard unterscheidet, gegen den wir jetzt gekämpft haben. Sein Name lautet Amadeus. Du bist ein Fachhaus, ne? Tja, das bin ich. Dieses Ding zu töten ist mein einziger Daseinsgrund. Also bitte ich dich erneut. Arrangiere ein Treffen für mich mit dem Bürgermeister. Okay. Mache aber. Wie ist es morgen? Ich will mich jetzt doch zum... Egal. Oh, Sie wollen wissen, ob am Rande von Lethe jemand wohnt? Ja, ich brauche keinen genauen Ort, aber wenn Sie mir Siedlung in der Nähe von hier wissen, das wäre eine große Hilfe. Tja, da kann ich wohl nicht weiterhelfen. Ja, kann ich wohl. Wirklich? Ja, es gibt ein kleines Dörfchen, aber die Bewohner wollen nichts mit uns hier nicht zu tun haben. Ich fürchte also, mehr kann ich darüber nicht sagen. Tja, oh, naja gut. Ich meine, danke für die Hilfe. Allein zu wissen, dass es so ein Dorf gibt, das hilft wirklich sehr. Mit der Hilfe kann ich sie mich selbst finden. Ich helfe dir. Tja. Ich muss dich offensichtlich nochmal erinnern. Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus. Oh, Bracker, nicht wahr? Sie sehen aus wie ein Mann, dem die Zeit davonläuft. Hm? Ja, das stimmt. So einen prächtigen Bart, dieser Bürgermeister. Wahnsinn. Flauschiger, prächtiger Bart. Nun, dann möchte ich Ihnen das hier geben. Eine Karte der Gegend? Sind Sie sicher? Absolut. Ein Freund von Sephiroth, dem Zerstörer der Welten, ist auch mein Freund. Klingt doch erhellend. Danke. Da war er wieder weg. Sephiroth, Zerstörer der Welten. Ich weiß nicht, was dieser Mann vorhat.
Aber ich möchte, dass du ihm hilfst, so gut du kannst, okay? Ihn umgibt eine düstere Aura. Was es auch ist, es ist gefährlich. Ja, ja. Mein Freund habe ich immer. Läuft. Ja, Freund. Das höre ich gern, ja. Pass gut auf dich auf, Sephiroth, der Störer der Welten. Verstanden? Yes! Immer. Gar kein Problem. Da bin ich Nummer 1. Immer auf mich aufpassen. Oder Nummer 2? Lief was gut dabei. Diesmal kommst du mir nicht, Amadeus. Verfolger. Und Bruchrate. Ein nach oben. Zeitpotent nach oben, aber ein Level nach oben. Läuft bei uns. Ich muss ja auch zu beiden, also generell, ich muss zu allen Charakteren Level. 6 der Zuneigung erreichen, damit ich auf deren Klassen, auf deren Jobs, die den letzten Skilltree freischalte, die letzten Fähigkeiten nutzen kann. Also auch deswegen durchaus ein sinnvoller Grund, das zu leveln. Nicht nur, weil die einfach generell die ganzen Boni geben pro neuem Affinitätslevel, sondern eben auch, weil man dann am Ende die größten, besten Skills ausleveln kann. Ne? Win-win. Wahrhaftig. Ab nach Hause. Ah, ja. Wieder einiges erreicht hier heute. Sehr schön, liebe Leute. Hier habe ich nichts erreicht, das finde ich schade. Habe ich noch Kapazitäten für irgendwas? Ja. Hier vielleicht? Nö. Ja, ich könnte, aber was soll der Quatsch? Sparen wir uns alles noch auf. Ja gut, wir gehen ins Bett. Sehr, sehr früh heute, aber hey. Gute Nacht. Oh. Ja. Oh, bin wieder. Ja. Ich habe nicht nur so ein bisschen bekommen, ich habe so ein bisschen bekommen vom Level. Ich hätte echt doch ein Level schaffen können, wenn ich das gerade so sehe. Ah, plus 1 überall, was super. Aber hey, Level ist Level. Verstehe ich nicht. Die Furcht müssen echt wenig oder doch gar nichts XP geben. Wenn ich mir das so ansehe. Und was habe ich hier? Ja, wieder 40.000. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Guten Appetit, Kurin. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Ich gehe jetzt in den Brunnen rein. Auch meine letzte Amtshandlung für heute. Ab in den Brunnen. Bisschen kämpfen. Bisschen fischen. Und dann haben wir auch das Let's Play für heute überstanden. Speichern. Ja. Ich meine, der Haken muss halt alles wieder ernten morgen. Ne? Ist ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Das kann ich auch noch alles machen, siehst du? Gut, das geht trotzdem. Das war mir auch nicht gegenwärtig, weil ich bisher noch nicht in der Lage war, das zu tun hier. Aber gut. Warum sollte man das nicht können, oder? Das heißt auch noch ein bisschen Geld für mich. Noch alles hier reingehauen werden. Ziemlich alles. Das brauche ich zufälligerweise. Na, sag schnell. Fett und Malz ist nicht verloren. Denn wir sind zum Sieg auserkoren. Das hole ich mir auch. Und das auch. Und das. Und das. Das müsste eigentlich alles sein, was ich... Oh, warte. Das auch noch. Zack. Läuft noch. So. Ah! Egal. Das war's falsch. Ah, was soll's. Das wollte ich nicht haben. Pfefferone rein. Zack. Läuft auch noch. Erzeugnisse müsste ich eigentlich nicht nehmen können dürfen, tun. Aber Futter kann ich reinschmeißen. Und Erzeugnis hier 80, kann ich auch was abholen. Zack. Kann nur nicht streicheln. Oh, 6 Eier pro Tag. Sehr geil. Hier auch ein bisschen Milch zusammen langsam. Ah, es wird alles noch. Es wird alles noch. Jetzt alles abgeben. Nochmal speichern. Jetzt habe ich ja was getan. Zack. Und ab zum alten Brunnen. Die letzten Amtshandlungen für heute. Ja. Und ich ärgere mich immer noch. Ich hätte beim letzten Mal nur eine Stufe runtergehen müssen. Wahrscheinlich für den nächsten Wegpunkt, aber das haben wir ja nicht hingekriegt. Aber doch, ich komme trotzdem noch ein weiter. Oh.
Fünfmal fischen, wenn es da kein legendärer ist, Neustart, hatte ich gesagt, ne? Oder ich fische bis um 10, je nachdem, was eher passiert, würde ich sagen. Und Nacht, der Sedentium Nacht. Ist Schicht im Schacht. Hallo? Angel mal was, bitte. Angel? Ah. Oh, die ist neu. Gibt doch noch neue Sachen hier unten. Okay, krass. Dachte, gibt es nichts Spezielles. Ach, Mist. Dann kann ich doch ein bisschen öfter angeln eigentlich, wenn es noch coole Sachen gibt. Nun ja. Lässt sich aber auch Zeit hier. Das zweite Mal angeln. Ah, toll. Der Starkarpfen. Den wollte ich haben, natürlich. Das war meine erste Wahl auf Platz Nummer 1 im Ranking. Starkarpfen. Wieso? Gebt mir legendäres Fischli. Das Ding ist ja, ich weiß nicht genau, wo ich den hier fangen kann. Aber es heißt im Brunnen im Sedentium. Das heißt, ich nehme an jeder Stelle, wo ich fischen kann, kann der legendäre Fisch auftauchen. Ohne spezielle Chancen im speziellen Gebieten. Das ist, glaube ich, völlig wurscht wo. Hauptsache im Brunnen. Tja, hoffen wir also, dass wir ein bisschen Glück haben. Starkarpfen schon wieder. So, ein fünfter. Aber ich sagte ja bis 5 oder bis um 10. Ich glaube, um 10 ist dann doch noch. Also zweimal angeln wir noch. Oder vielleicht sogar dreimal, wenn es gut gehen sollte. Dann wird neu geladen. Ist ein bisschen blöde, aber ich will es ja, wie ihr wisst, möglichst effektiv ausnutzen. Und das geht nicht anders. Das geht halt nicht anders. Sei legendär. Ach, fast. Eigentlich soll es ja eine entspannende Sache sein, zu angeln. Ich bin gerade ein bisschen unter Stress dabei. Komisch, oder? Stimmt doch was nicht. Okay. Einmal noch. Dann ist es um 10, dann wird neu geladen. Ah, Kochzutat, siehst du. Braucht vielleicht doch ein paar davon. Deswegen ist es nicht so verkehrt, da ein paar von zu angeln. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen weiter oben ist dann. Und tschüss. Ich hab's gesagt. Hilft ja alles nichts. Nee. Livefire. Ja, Speicher. Daten bestätigen. Bam. Das war das Hauptmenü. Krass, lange nicht gesehen, hä? Okay. Alter Brunnen, die zweite. Ich hoffe allen Ernstes, ich brauche da nicht zu lange für. Ich habe auch natürlich wenig Bock, das jetzt einfach nur so zu machen. Das ist ja nicht mein Bestreben. Vielleicht, aber wenn ich doch tiefer reingehe. Es war ja auch hier unten auch eine bestimmte Fischerstelle gewesen, oder? Oder auch nicht. Nochmal zum Eingang. Angeln. Bis der Arzt kommt. Legendärer Fisch, bitte. Größe 1, New Record. Okay, toll. War ja echt neu gewesen für mich, heißt das wohl. Ich meine, ich brauche die Muschel ja für den Pokédex und so. Und offenbar ist es ja auch eine Kochzutat. Aber ich brauche offenbar für Gericht das Ganze auch nochmal. Es wird also doppelt wichtig sein, das Ding zu haben. Dennoch ist mit der Legendäre natürlich wichtiger. Dürfte naheliegend sein.
Also bis um 10 Uhr wieder. Mehr Zeit gebe ich dem Ganzen hier nicht. Hey, neuer Rekord. Von Größe 1 auf Größe 9 hoch. Läuft. Leider immer noch falsch. Das wollte ich nämlich nicht haben. Komm schon. Komm schon, meine Ausdauer ist gleich überreif. Und zwar jetzt.